Moin, meine Urenkels. Mich hatte mal einer gefragt, ob, weil ich mal, mich hatte meine Amiga mal gezeigt, ob ich auch mal mein C64 oder so mal zeigen könnte. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das hier ist, ich habe eine Abdeckung. Ich wollte eigentlich für eine Amiga auch eine Abdeckung mir besorgen. Auf eBay Kleinanzeigen oder eBay oder so, 5 Euro. Hier steht nochmal, von wem das ist. Und die Abdeckung 1 für den Amiga zu kriegen, der direkt hier neben steht, ist ziemlich schwierig. Das ist der C64-2. Der Unterschied zwischen den ersten, der 82 auf den Markt kam, 1982, ist einfach nur das Gehäuse. Ich weiß nicht, warum die Gehäuse auf einmal länger gemacht haben. Die haben, glaube ich, drei oder viermal das Gehäuse geändert. Der wurde also 82 bis 94 produziert. Das ist der meistverkaufteste Computer der Welt. Ja, und dann hat das ist die Tastatur, die sieht fast aus wie so eine Tastatur von heute fast. Hier ist die Commodore-Taste, wo heutzutage ein Webwerder Windows draufstehen, bei normaler Tastatur. Da hinten ist das Netzteil, oder besser beide Netzteil, weil man braucht auch für die Floppy-Laufwerk ein Netzteil. Wenn man hier weiter rüber geht, hat man ein Laufwerk für Datasetten. Datasetten habe ich euch schon mal gezeigt. Das Video könnt ihr euch angucken. Datasetten sind so ähnlich wie, sind eigentlich ganz normale Hörspielkassetten oder Musikkassetten. Sind. Dann hat man hier noch so eine C, habe ich hier oben noch so eine Maus stehen. Ich habe noch eine original verpackte noch irgendwo noch woanders, aber die habe ich irgendwann hier stehen. Das ist keine Optik, das mit zwei Tasten. Damals normal waren zwei Tasten. Hier unten ist die noch mit Kugel. Also das Gute an das ist, an den Kugeln, die kann man gut reinigen mit Nagellackentferner, haben wir früher mal gemacht. Ich spiele ja Videospiele schon seit 1990 und daher haben wir es immer, meine Eltern hatten damals ein C64 und ein Amiga. Und da haben wir sie immer so gereinigt. Funktioniert einwandfrei mit Nagellackentferner. Ein Tipp von mir. Weil dann hast du nämlich nicht nur, also man nimmt ein Stück Watte, bisschen Nagellackentferner und dann wischt man da so rum. Das ist das Gute. Und das ist preiswert, nicht teuer und die funktionieren hinterher wie als fast wie neu. Sehr geil. Ich hatte letztens, also ein paar Monate her, das ist schon ein paar Monate, ist ein bisschen untertrieben, das ist schon ein bisschen länger her. Weil ich nicht wusste, wollte ich eine, habe wollte ich, hab ich, ein, hab ich nach einer Maus gesucht für den C64. Und da hat einer mal für 50 Euro eine original verpackte angeboten. Das war mir ein bisschen zu teuer. Aber hier unten dieser rosa, ne? Der hier. Ich hole ihn mal hoch. Dieser ist das rosa. Na hier auf der Cam sieht das heller aus als bei mir in der Wohnung.
Fällt mir gerade mal auf. Hier ist ja so cremefarben, so ein bisschen rosafarben. Boah, hier in der Cam sieht er aber heller aus. Wie auch immer. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Das Zollstück dafür. Dann haben wir hier hinten noch ein Laufwerk. Die ganzen Kabel hier, ja. Ich habe hier ein bisschen Kabelwirrwarr, weil ich muss mal, wenn ich alle Steckdosen habe, die ich noch brauche und alles Mögliche habe, muss ich mal mit dem Kabelmanagement ein bisschen machen. Vielleicht suche ich mir dafür Hilfe, der sich ja besser auskennt als ich. Also ich mit Kabelmanagement nicht das Wahre. Hier vorne ist so ein. So, dann machen wir es auf, steckt man das dann rein. Die 5,25 Zoll. Da rein. Macht zu. Und dann kann man mit einem Befehl mit. Ich gebe ihn euch mal, falls ihr auch einen habt und den mal braucht, könnt ihr das hier mal schnell nachlesen. Load. Anführungsstriche oben, Stern, Anführungsstriche unten, Komma 8, Komma 1, na, ja, Komma 1 und dann 1. Die Sterne in Grenze fürs Umzweimal, also nur noch eingeben, dann starte 1. Disketten starten wir ein bisschen anders, aber es steht meistens bei Disketten noch, weil es weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber so habe ich immer früher die Floppies gestartet, oder Diskette auf Deutsch. 5,5 Zoll immer gestartet. Dieser Amiga hat 64, ich wollte schon sagen Gigabyte, aber ist da keine Gigabyte. 64 Kilobyte. Kilobyte. Ja, ihr habt richtig gehört. Arbeitsspeicher. Davon sind aber nicht 64 frei. Es sind nur 32 frei. Ungefähr 32, nee, nicht 32, 34 waren das. Noch frei. Und es gibt geile Spiele dafür, die ich gerne hätte. So wie Sommer Games, Winter Games, am liebsten hätte ich ja ein Mania Mansion. Wenn ich das Mania Mansion irgendwann kriegen würde dafür, Alter, ich wäre so glücklich. Für ein C64. Das hätte ich gerne. Nur das Problem ist, dass im Durchschnitt die Leute dafür im Internet mit Verpackung, alles drum und dran, mit Originalkarton und alles, was dazugehört, immer 80 bis 240 € für Mania Mansion haben wollen. Und das sehe ich jetzt nicht, das sehe ich jetzt nicht ein, dafür zu bezahlen. Und vielleicht noch ein Zack McGregor, das ist auch ein geiles Spiel dafür. Und es gab so ein Walt Disney Spiel, wo man so kleine Minispiele machen konnte, dann kriegte man, so besser man war, Geld und konnte davon Sachen kaufen und dann konnte man die ausprobieren. Das war so ein kleines Spielchen. Und es gab noch ein Batman-Spiel, was geil war. Ja. Ich hab jetzt für den C40 keinen Kristallmonitor, den es immer gab. Das habe ich nicht. Das wollte ich gerne immer haben. Damals hatte ich mal so an so eine angeschlossen damals. Das ist aber schon. Den habe ich mir selbst gekauft, den von meinen Eltern damals. Das ist mindestens 17 Jahre her. Mindestens. Und nicht sogar, vielleicht sogar 20 Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieser Computer hat geile Spiele. Die Grafik ist heutzutage nicht mehr so gut, aber super.
so ein Kristallmonitor. Ich weiß nicht, warum, wenn man es an Kristallmonitor angeschlossen hat, dann hat man alles grün gehabt, ja. Aber man konnte ihn auch so gut wie möglich an einem Farbfernseher anschließen, hatte Farbe. Zwar nicht so viel Farbtöne wie heutzutage, aber man hatte Farbe. Ich verstehe nicht, wo man sich einen Kristallmonitor holen sollte. Und ich habe sogar. Ein Kabel. Ich kann das hier an jeden Fernseher anschließen. Wenn ihr es meintet, an jedem Fernseher geht ja nicht mehr. An neueren Fernsehen, die haben ja keinen Kabelanschluss mehr. Mein neuer auch, mein Fernseher auch nicht. Aber dafür habe ich einen Adapter, so eine Adapterbox mir geholt. Da stecke ich das hier rein. Kann dann über die Adapterbox das an den Fernseher anschließen. Zum Beispiel schließe ich das an. Steck das rein. Und tja. In die Adapterbox. In die Adapterbox gibt mir noch ein HDMI-Kabel. Ein Rand an die Dings. Fertig. Dieses HDMI-Kabel, ich hab aber nicht direkt die in die Box gesteckt. Ich habe noch so einen SCART-Verteiler, wo man drei SCART-Dinger reinschließen konnte. Den habe ich in die Box angeschlossen, dann daran und dann daran. War eigentlich sehr easy, super. Jetzt könnt ihr mir auch mal erzählen, ob ihr einen C64 hattet. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr einen C64 hattet. Und welche Erinnerungen ihr mit Mathe hat. Vielleicht, wenn ich alles, was ich noch so brauche, um auch die Videos besser zu machen, vielleicht hole ich mir nächstes Jahr vielleicht ein paar C64-Spiele, die nicht so teuer sind. Weil ich hab mal Spiele hier, also so ein, nur mal so ein Beispiel, so ein Jana Sister, ne? Oder wie heißt das, Jana Sister, oder wie es genau heißt, müsste es glaube ich heißen, ne? Wenn ich mich nicht vertue. Das Problem bei dem Spiel ist, es ist ziemlich teuer. Ich glaube, das teuerste C64-Spiel, das ich jetzt gesehen habe, das kostet. Bis zu 1200 Euro, wenn er auf, bis zu 1200 Euro, wenn er für aufgerufen. Aus dem Grund, weil als das damals für den C64 rauskam, es gibt es auch für den Amiga, als es dann raus, dann muss irgendwie 87, 88 rausgekommen sein oder so, weil der Amiga kam ja erst 87 raus und der jetzt 82. Und da ist das Problem, es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich teuer. Und das ist ziemlich teuer. Aus dem Grund, weil er ziemlich viel geklaut hat von Super Mario. Nur die haben einfach nur zum Beispiel die Gegner haben die einfach nur verändert. Die haben einfach nur dasselbe genommen, aber ein anderes Kostüm reingepackt. Zum Beispiel, wenn dann jetzt zum Beispiel so eine Bombe denen entgegenkam, zum Beispiel, oder so ein anderer Gegner, eine Schildkröte, haben die Schildkröte irgendwie anders aussehen lassen, nur. War im Grunde genommen dasselbe. Und dadurch hat Nintendo das Spiel einfach verbieten lassen und nach 7 Tagen auf dem Markt, 7 Tage war es im Verkauf und dann war es verboten, dann mussten sie es aus Verkauf nehmen. Und deswegen ist es so teuer. Und wie vorhin schon gesagt, Mania Mesh, was ziemlich teuer ist. Was ich gerne hätte. Ja. Das war's. Ich hoffe, die Folge über den C64 hat euch gefallen. Und
Haut rein, bis denne und schau, ihr meine Urenkels. Ich hab euch alle lieb, meine Urenkels, und ciao.